Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Jetzt gehen wir es aber wirklich an, das kann ja nicht wahr sein. Katastrophe. Wir fangen mal gleich mal an mit dem Schlachten der Bäumchen hier. Muss aber immer schon ein Ohr offen halten wegen dem blöden Vogel da oben. Ja, er nimmt eh schon seinen Stein. Selbstverständlich. Ja, ja, schmeiß nur, du Mistkerl. Der Vogel ist halt mega anstrengend. Es ist halt die Frage, ob die Insel sich erholt, wenn wir wieder da sind. Ich hoffe sehr. Ich muss mich auch gerade ein wenig orientieren, wo wir hier denn sind. Wie ich darüber komme am besten. Darüber und da wahrscheinlich rundherum. Buh. Au. Habe ich ihn erwischt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn, glaube ich, mit der Hacke wollen schlagen. Hat wahrscheinlich nicht hingehauen. So. Oder vielleicht hat es doch hingehauen? Na, natürlich nicht. Was rede ich denn da? Was rede ich denn da? Wo ist er? So. Passt. Da unten habe ich gerade was Interessantes. Ach so, das ist nur Schrott. Ich dachte, das wäre jetzt was Interessantes, aber da ist nichts. Nee, nee. Gut. Dann muss ich schauen, dass ich hier hochkomme. Jawohl, das hat schon mal gut hingehauen. Das hat sehr gut hingehauen. Nix hier weg da, ey. So, ich möchte gerne Dreck haben. In der Tat. Das ist die Frage, wie ich zu Dreck komme. Es muss wieder irgendwo eine Höhle geben. Da drüben, glaube ich. Und dann müsste ich wieder Nachschub kriegen. Ja, ja, war klar, ich habe schon... Oh mein Gott. Eine Wildsau auch noch und ich habe keinen Speer. Was mega gefährlich ist bei diesen Viechern. Ich will doch nur meinen Dreck haben. Schnell weg, alter Schwede. Noch eine. Bin schon weg. Alter Schwede, ey. Bist nur mehr am Laufen hier. Lasset mich in Ruhe. Um Gottes Willen. Hier ist keine Höhle. Ich hätte so gehofft, dass hier eine Höhle ist. Oh, Schande. Da ist nur ein Felsvorsprung. Und weit und breit keine Höhle. Das ist mehr wie schlecht. Das ist sogar sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Da unten wäre wieder der Vogel. Das wäre auch super, wenn ich den kriegen könnte. Kann ich dich nicht irgendwie einfangen? Einfach so, zack, und du gehörst mir? Geht das nicht? Muss ich da wirklich mit dem Netz den Kerl fangen? Wahrscheinlich, ne? Never lucky. Never lucky. Never lucky. So, keine Höhle hier. Da drüben wäre noch eine Chance gewesen. Vielleicht sterbe ich hier, wenn ich hier runter... Na, glaube ich nicht. Bäh. Wildschweinalarm. Au, ich bin hängen geblieben. Autschi, autschi, autschi. Ein Lama! Oh mein Gott. Ah, und ich habe kein Glück, ne? Ich kann das Viech nicht mitnehmen. Oh no. Die Schere habe ich jetzt auch nicht mit. Hallo. Oh mein Gott. Wieso verfolgst du mich, du Mistviech?
Der hat nicht mal Frischlinge und trotzdem greift er mich an. Dreckiges Warzenschwein. Wildschwein, Entschuldigung. Alter. Da drüben wäre eine Höhle, glaube ich. Bin ich gerade dran vorbeigelaufen, oder? Schaut das aus wie eine Höhle? Ja. Dann könnte ich, wenn eventuell noch Glück haben. Wow, Alter. Und vielleicht noch, boah, Dreck und Pilze mitnehmen. Boah, ey. So, da haben wir unsere Schwammerler. Bist du gescheit? Na, das ist echt Katastrophe. Aber der Dreck ist mir jetzt echt wichtig. Muss ich schon sagen. So. Die nächste Aufgabe ist wieder Leben zum... Boah, wieder Leben zum Floß zurück. Puh, Alter. So. Noch eine Höhle gibt es wahrscheinlich eh nicht, ne? Das war eigentlich eh mein Hauptziel hier. Schwammerl... Hey, ich war jetzt schon unten drin. Also es war jetzt eh mein Hauptziel, Schwammerler zu farmen und Dreck. Ich hoffe, wenn wir das nächste... unser nächstes Ziel ansteuern, dass wir dann die Chance haben, Schießpulver herzustellen. Das wäre auch so eine Sache. Weil dann könnte ich hier den Netzwerfer... richte ihn auf ein Tier, um ihn zu fangen. Weil der Netzwerfer hat angeblich ja noch ein, noch eine Munition oder so, ne? Ah, warte, mit dem... mit dem Kescher könnte ich vielleicht ein Dodo fangen. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass ich wenigstens das Viechlein kriege. Weil ich bilde mir ein, man brauchte für den Netzwerfer Patronen. Ich glaube, da habe ich das Rezept noch nicht dafür. Kann das sein? Sprenkler, ja. Weil steht zwar hier schön, dass man mit dem Netzwerfer was machen kann, aber man braucht ein Netz, glaube ich, zum... Ja, ich hasse dich. Ich hasse dich, du Viech. Dich. Genau dich. So. Jetzt probiere ich mein Glück. Oh, Melönchen. Dann probiere ich mein Glück jetzt, indem ich zurückschwimme direkt. Werde dann noch den Hai versuchen zu killen und hier noch nach Möglichkeit Erze zu farmen. So. So. Passt. Jetzt bin ich mal ein bisschen safe. Den Dreck muss ich jetzt sofort bunkern. Wo auch immer ich den habe. Ah, der war hier drin, glaube ich. Irgendwo da? Da. Ja, er haut schon wieder Vollgas drauf. War nur eine Frage der Zeit. Gut. Dann meine Früchtchen. Die werde ich auch gleich hier oben. So. Meine Beeren. Mein Obst. Kommt alles da rein. Die Schwammis waren hier drin. Dann Sämlinge haben wir auf der anderen Seite. Kokos, also Kokos, da schon Palm. Palmensamen. Ja. Passt, dann würde ich sagen, wir saufen uns mal einen an. Wenn ich jetzt zum Netzwerk... Ich glaube... Ich meine, es hat schon den ein oder anderen Badge gegeben. Aber ich bilde mir jetzt schon ein, dass man hierfür Munition brauchte. Keine Munition, genau. Genau, und beim Forschertisch, glaube ich, wenn wir das Schießpulver mal haben... dann können wir das lernen mit der Munition, bilde ich mir jetzt ein. Wolle. Ich werde noch die Schere... Ich werde nochmal hingehen. Ich werde nochmal versuchen, mit dem Netz
den Vogel zu fangen. Und ich werde mit der Schere versuchen, das Alpaka zu scheren. Vielleicht kriegen wir dann Wolle. Dann kann ich wenigstens da schon mal wieder was Neues lernen. Das hört sich fast nach einem Plan an, ne? Also, den Kescher nehmen wir mit und die Schere. So. Dann muss ich hier noch schnell meinen Schrott in Sicherheit bringen. Auch Bolzen und Scharnier bringe ich in Sicherheit. Das gebe ich hier. Und die Planken natürlich. Die werde ich auch gleich safen. Die Sämlinge muss ich noch wegbringen. Und dann können wir es schon wieder versuchen. Gesund sind wir. Ich muss da nur noch schauen, dass ich noch was... So. Wow. Dass ich noch was zum Trinken mitnehme und dass ich noch schnell was esse. So. So, genau. Und dann wären wir es schon. Dann baue ich mir noch kurz einmal die zweite Flasche aus. So, einmal voll machen. So, genau. Wieder wegtun. Einmal Luft holen. Speer habe ich immer noch keinen. Ja, ich müsste tauchen. Ich habe noch den Haiköder. Ich habe noch einen Haiköder irgendwo. Da. Wenn ich den jetzt hier anbringe, könnte ich schnell eine Tauchsession machen, schauen, ob ich Metallbahn kriege. Und könnte in der Tat versuchen, noch auf die Schnelle mir einen Speer zusammenzuschustern. Dann könnte ich noch effektiv sein und könnte versuchen, das Wildschwein... ich habe die Flossen nicht mit, ich trottel. Das Wildschwein noch für uns zu erbeuten. Bist du Kupfer? Leider Gottes, ja. Ich glaube, das ist nur Kupfer. Ja... In dem Klumpert habe ich eh so viel. Ich brauche Metall. Ah, das ist wieder ärgerlich. Jetzt bin ich natürlich nicht schnell genug. Weil ich immer Angst habe, dass ich sterbe. Und dass da meine Sachen weg sind. Aha. Haben wir hier schon wieder so eine geheime Höhle? Ja, da ist glaube ich Metall. Ich hoffe, ich kriege die jetzt noch, bevor ich sterbe. Dann haben wir schon mal drei. Schnell Luft holen. Schnell zum Floß zurück, nach Möglichkeit. Der Hai wird mich jetzt ein bisschen anknabbern, wahrscheinlich. Ich habe dann schon mal drei. Das passt genau für den Speer. Habe ich gerade so dann Glück? Huch. Aha. Das funktioniert nicht so ganz. Okay. So. Schnell schmelzen. Halleluja. Das ist schon bald. Ja, ich kann dich nicht töten, leider, derweil. Schmeckt's? Ja, muss man ja fragen, oder? Ach, Herr Jemine. So. Schnell noch ein paar Planken nachschupfen. Ui, dann haben wir... Dann brauche ich einen Bolzen, Seil und Planken. Wer hätte das gedacht? Eine Planke hätte ich da. Da hätte ich noch eine Planke. Da wäre noch eine. Noch eine. Und ich glaube, das ist trotzdem zu wenig. Vier habe ich nur. Muss ich, glaube ich, dann doch noch wieder Bäumchen schlachten. Ah, na, ich trottel. Habe genug. Hier drin sind noch welche.
Hab ich ja genug. Keinen Stress. Alles gut. Metallbaren Bolzen. Seil einmal. Seil zweimal. Genau. Bitte schmelzen Sie. Danke. Und das Speerli. Sehr gut. Jetzt sind wir richtig gut gerüstet. Genau, den schmelze ich noch, den Kerl. So, passt. Also, ich habe Speer, ich habe Netz. Ich habe alles normalerweise. So, Schrott. Ich habe für nichts, alles nur keinen Platz. So und so. Die Planke auch noch in Sicherheit bringen, die Schere. So. Das müsste sein. Ich schläge mich nochmal kurz hin. So. Und dann versuchen wir es nochmal. Gut. Ich hoffe, dass ich mit dem Viech wirklich den Vogel fangen kann. Jetzt dachte ich wäre abgetrieben, Alter. Schock, schwere Not. Nee. So. Jetzt muss ich dafür wieder auf die andere Seite der Insel. Ich hätte mit dem Floß zwar jetzt natürlich weiter rüber schwimmen können. Habe ich jetzt aber nicht getan. Ich hoffe nur, ich bin nicht zu langsam. Boah. So. Jetzt war der Vogel. Wo war der kleine Kerl? War jetzt auf der Seite? Weil hier sind nur die Wildschweinchen. Pfeil und Bogen, wow, wäre halt auch super gewesen. Hallo Schweinchen. Ja, es ist aufgebracht. Mal schauen, ob er mich hier erwischt. Ja. Ist gefährlich ein bisschen. Au, sehr gefährlich. Ich sehe gerade nichts. So, okay. Mal was essen. Leder und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Schweinchen. Ich brauche unbedingt einen Bogen. Autsch. Autsch. Ich wollte hier rauf eigentlich. Wow. Au. Au. Hey, das ist jetzt nicht fair. Wegen was bin ich jetzt bitte gestorben? Ich hätte ja noch Leben übrig. Das macht echt keinen Spaß. Wenn ich jetzt zum Hauptmenü zurückgehe. Ich hole jetzt mal was. Und ich lade jetzt nochmal. Hat er das jetzt automatisch gespeichert? Ich bin am Floß? Oder konnte ich was resetten? Das ist die Frage. Wahrscheinlich bin ich sofort tot, ne? Ach, das ist so unnötig. Ich hätte mich auf das Viech konzentrieren sollen, auf den Dodo. Jetzt kann ich das wieder nicht ausprobieren. Ich war zu gierig. Aber jetzt habe ich nicht mit dem Konto gerechnet, ehrlich. Scheiße. Ohne Pfeil und Bogen ist das halt echt schwer. Ich hätte auf Pfeil und Bogen setzen sollen. Nochmal einen zusammenfarmen nach Möglichkeit. Ich hätte zu wenig Metall gehabt. Ja, das ist natürlich jetzt bitter.
Ich habe natürlich kein Glück, ne? Sobald ich den Kescher mit habe, sterbe ich jedes Mal. Also die Schaufel, habe ich jetzt die in Sicherheit gebracht? Ich glaube nicht, ne? Alles weg, wahrscheinlich. Wie lange lädst du jetzt bitte? Hallo? Jetzt dachte ich, jetzt passiert was, weil da unten hat es aufgehört zu drehen. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Jetzt komm. Hallo? Weil ich die Welt gespeichert habe, ne? Egal. Egal. Keinen Bock mehr. Echt, das ist zu... Das ist schon zu hart, ehrlich. Dass du nicht mal Möglichkeit hast, dich... deine Sachen wiederzuholen, das ist halt schon unnötig hart. Wirklich. Das macht wirklich keinen Spaß. In keinster Weise. Immer alles zu verlieren, das ist schon... Das ist übel. Wirklich. Ich würde es ja verstehen, wenn du zum Platz zurückläufst und deine Sachen würden verstreut da liegen, ne? Aber jedes Mal alles von vorne zu basteln... Bäh. Das geht mir echt zu weit. Das ist echt anstrengend. Das ist mir echt zu anstrengend. Das macht doch überhaupt keinen Bock. Leider. Dann probieren wir es questtechnisch weiter. Probieren wir es mal, unsere Sachen zusammen zu farmen und irgendwann später mal so eine Insel nochmal zu besuchen. Das hat eh keinen Sinn sonst. So, als erstes... muss ich mal hier weg. Wenigstens habe ich den Schmutz retten können. Wenn ich schon alles andere wieder mal verloren habe. Ich glaube, die Schaufel und alles ist weg, ne? Ja. Wenigstens habe ich noch eine Flasche. Die rüste ich gleich mal aus, weil ich werde eh bald durstig sein. Das könnte ich noch nehmen. Spatel für später. Flossen rüste ich mal aus. Jo. Das passt schon mal. Was haben wir denn hier noch? Keinen einzigen Barren, weil der ist noch da drin, glaube ich. Der aber natürlich keine Blanken mehr hat. Dann holen wir uns halt die Blanken. 9 habe ich ja noch. Das nehme ich auch mal mit. Dann kann ich mir wenigstens schon mal vielleicht einen Speer wieder zusammenschustern. Die Schere ist natürlich auch weg, ist aber nicht so schlimm. Schaufel ist auch nicht so schlimm, brauche ich nur Metall farmen. Jo, der ist mir ein bisschen blöd. Aber geht auch, Schau brauche ich auch nicht allzu viel. Hätte ich theoretisch gleich zusammenschustern können. Und hätte ich wenigstens noch das Händel können farmen. Soll ich das probieren? Jetzt bin ich schon wieder zu weit weg, ne? Aber könnte ich ja noch probieren, wenn ich hier bin. Das war, glaube ich, da hinten irgendwo in der Richtung. Da werden wir auch gleich den Motor dazu schalten. Dann komme ich vielleicht besser darüber. Der Wind ist, glaube ich, in die verkehrte Richtung, ne? Da hilft mir das Segel nichts. Aber mein Paddel. Warte kurz. Hier noch eins. So. Warte kurz. Dann nehme ich noch schnell Seile mit.
Und was brauche ich noch? Planken werden halt zu wenig sein. Kunststoff habe ich noch gebraucht fürs Battle. Genau. So, den Nagel nehme ich auch mal mit. Aber will ich tatsächlich mein Glück, wenn ich hier in die Richtung komme? Einfach mal. Ah, da oben piepst noch. Oh, hui. Jetzt muss ich ausschalten, sonst ist die Batterie gleich wieder leer. Vielleicht. Vielleicht habe ich ja so viel Glück. Das geht halt echt ein bisschen langsam. Gehört sich das so? Irgendwie ist das Gefühl, du wächst in die verkehrte Richtung. Ich probiere es mal so. Ach so, hätte er gemusst, ne? So entferne ich mich ja, ich Trottel. Oder? Mahlzeit. Hat er mir jetzt mein Netz weggefressen? Der hat mir jetzt mein Netz weggefressen. Bin ich jetzt richtig oder verkehrt? Was machst du da? Du musst eigentlich in die Richtung, Trottel. Ich kenne mich bei dem Gerät nicht aus. Ich glaube nicht, dass das mir irgendwie weiterhilft. Es geht ja auch viel zu langsam. Geschwindigkeit dazu. So eine Lüge. So, genug gesoffen. So. Ich muss mir auf jeden Fall mal ein Netz bauen. Weil irgendwie hat der Mistkerl es geschafft, mein Netz wegzufressen. Was ja eigentlich gar nicht machbar sein sollte, weil ich habe das ja gesichert. Idiot. Das mit dem Ding verstehe ich nicht, ehrlich. Normal soll es ja mich in die Richtung bewegen, ne? Wenn es in die Richtung läuft. Weil steht ja Richtung. Komme ich da nicht mit, ehrlich. Ist mir zu hoch. Ich gehe mal was zu essen holen. Das ist sonderbar. Vielleicht ist es ja noch buggy. Das könnte auch sein. Gut, das mit dem Essen schaut auch ein bisschen schlecht aus. Ich habe nämlich noch keine Schüssel dabei, glaube ich. Ich habe hier auch noch keine hingetan. Bilde ich mir ein. Nein. Nein. Dreimal nein. Und sie warten, bis der Grill fertig ist. Das Ganze ist äußerst sonderbar. Sind sie jetzt bald fertig? Ich habe Hunger. So, passt, Mahlzeit. So. Dann denke ich mal, werden wir mal wieder so ein Fleisch uns braten. Vielleicht sowas und ein Hühnchen. Das passt ganz gut, glaube ich. So. Passt. Jetzt hätten wir da drüben eine Insel. Ich würde es mal probieren.
Du bist nutzlos, glaube ich. So, dann schauen wir uns da drüben nochmal um. Ja, und dann beenden wir mal den Part. Und im nächsten Part schauen wir uns die Insel da an. Versuchen wir wieder Metall zu farmen. Wieder alles auf Anfang. Ist eh so wie üblich. Und ja. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Motor nicht stimmt. Ich versuche noch das Lenkrad dazu zu basteln. Vielleicht ist es dann besser. Und ja, wieder unsere Werkzeuge aufzubauen. Und ja. So irgendwie. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!